erinnerst du dich an den Tag? Ja, ist es, ja. Hi Leute, Jasper hier und ich hau heute mal einen Vlog raus. Denn ich bin gerade unterwegs zur Tomatenshow von Robert Gladitz. Und da werden eine ganze Menge coole Leute am Start sein. Es ist eine Konferenz, geht um Business und Reisen und so weiter. Aber es sind ganz viele Leute da. Ich weiß nämlich schon so ein bisschen, wer kommt, die auch teilweise speaken werden. Und da sind einige bei, die sich viel mit Ernährung beschäftigen. Sind aber auch viele bei, die sich mit Reisen und Online und Business und Mindset und so weiter beschäftigen. Und ich versuche einfach mal die ein oder andere coole Person vor die Kamera zu schleifen und euch vielleicht ein bisschen Input zu geben und ein paar Leute zu zeigen, die man verfolgen kann. Und vielleicht hauen die auch noch ein paar coole Tipps raus, also sowohl zur Ernährung als auch zu Sachen wie Business, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und. Ich nehme euch einfach mit. Viel Spaß dabei. So, und die erste Awesome Person haben wir jetzt hier schon getroffen. Mein Trainingsbuddy Alon ist nämlich dabei. Hallo. Ist ein ziemlich starkes Kerlchen. Wir haben ja mal zusammen ein Kniebeugentraining gemacht. Wenn ihr wollt, dass wir mal öfter wieder ein Training zusammen machen, schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann machst du bestimmt mit, oder? Ja, sehr gerne. Würde ich mich sehr freuen. Wunderbar. Erinnerst du dich an den Tag? Ja, ist es, ja. Ich sang mal wieder irgendwelche Lieder in der Stadt. Und dann geschah das, fand ich immer. So, wir sitzen jetzt im Kino. Ich hoffe, man versteht mich. Jetzt sind gleich ein paar Speaker dran und ich gucke mal, ob ich euch was mitfilmen kann. Ansonsten schnappe ich mir die danach nochmal und führe ein kleines Interview. Natürlich. Er kommt zu mir und sagt, Michael, müssen wir miteinander reden. Ich sage, okay, let's go. Er sagt, ja, Michael, ich habe das eine Ziel. Ich habe große Pläne, ich habe ganz große Träume und ich habe da den einen Kontakt, den kann ich mitnehmen in meinem Business. Den anderen kenne ich da, der kann mir helfen. Und dann sage ich, geil, 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 lasst uns loslegen. Er sagt so, Michael, jetzt? Und ich sag, na klar, jetzt, wann sonst? Sagt so, Michael, jetzt ist nicht so gut, lass mich bitte noch mal eine Nacht drüber schlafen und ich entscheide mich lieber. Morgen. Entscheide mich lieber. Morgen. Und ich sag, morgen, lebst du noch? Ich sag euch eins, das Morgen von heute ist ein Nie. Also meine Frage für euch heute, egal wie viel Informationen ihr heute bekommen solltet, ist, trifft ihr eine große Entscheidung? Trifft ihr eine große Entscheidung in eurem Leben, damit ihr nicht mehr die Ausreden, die euch ständig plagen, die Ausreden, wo ihr sagt, ich habe das Geld nicht dafür. Wenn du den Willen hast, hast du das Geld dafür. Und wie wird der Nächste? Und ja, es war eigentlich schon eine gute Überleitung. Der Michael hat gesagt, warum die Ausrede heute nicht, warum morgen? Wenn ihr heute etwas anfangen wollt, dann setzt euch verdammt nochmal Prioritäten. Euer Tag hat 24 Stunden. Ihr könnt euch einen Plan machen, ihr könnt alles unter einen Hut kriegen und ihr müsst bedenken, es war noch nie so einfach wie heute. Fragt mal eure Großeltern. Hallo alle zusammen, mein Name ist Nikolai Günther, ich bin Persönlichkeitscoach und das ist meine Leidenschaft, Blockaden zu durchbrechen. Weil ich komme von ganz unten, ich bin fast in die Sonderschule gekommen und ich hatte sehr, sehr viele Blockaden, also psychische Blockaden in mir und die haben mich eben, ja, von meinem Weg oder von meinen Zielen eben abgehalten. Denken sich, ist es nicht egoistisch, sein eigenes Ding zu machen? Kennt ihr das? Also viele Leute, die werfen euch ja vor, ihr seid egoistisch. Also man hat sich was vorgenommen, aber dann hat man Zweifel. Wer hat jetzt Zweifel? Wer hat was gestartet und hat Zweifel? Jetzt ganz ehrlich, wirklich. Okay, also wir haben jetzt ziemlich viel gehört zum Thema Mindset und ich dachte mir, dass wir heute einfach noch ein bisschen Praxis in die ganze Geschichte reinbringen. Also für die Leute, die mich noch nicht kennen, ganz, ganz kurz, mein Name ist Olli, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Darmstadt und beschäftige mich mit dem Thema, wie man halt online Kohle verdienen kann. Dann gibt es Variante Nummer 2, das wären E-Books, also elektronische Bücher, zum Beispiel auf Amazon Kindle kann man das erstellen oder auf anderen Plattformen. Und da gibt es auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ich will die euch eben heute einfach sagen. Das heißt, wunderschönen guten Tag zusammen, ich bin Philipp, 27 Jahre aus München. Der eine oder andere kennt mich vielleicht entweder von der Awesome People Conference oder von Roberts Videos. Ganz kurz zu mir, ich betreibe ein E-Commerce-Unternehmen, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport in München. Und zu unserem Portfolio gehören zwei verschiedene Bekleidungsmarken, Gymbros und Slimfit. Letztes Jahr ist so ein Kochbuchprojekt gestartet, da bin ich echt extrem stolz drauf. Es ist ein wunderschönes Produkt geworden, gerade für Kraftsportler, für Sportler. Sehr fokussiert auf Nährwertangaben und sowas. Und ein YouTube-Channel gehört noch dazu, im Healthy-Food-Bereich. Und das, was mir so im Endeffekt im Kopf geblieben ist aus der Zeit, sind drei Worte. Ja? Und die Worte sind always be shipping. Und jeden Tag, wenn ich mir so jetzt als Unternehmer die Frage stelle, okay, machst du dies, machst du das, triffst du die Entscheidung oder nicht, dann muss ich immer an diese drei Worte denken. Always be shipping. In Silicon Valley ist das ein Synonym dafür, dass man immer veröffentlicht und immer Gas gibt. Und über die nächsten 10 Minuten möchte ich hauptsächlich drei Sachen mit euch machen. Das ist einmal, ich werde euch auf eine Reise durch mein Leben mitnehmen. Ich werde sehr früh anfangen, so ein bisschen was erzählen.
Das zweite ist, wird ein Video kommen mit meiner, von meiner Zeit in New York, wo ich bei Gary Vaynerchuk war. Laber nicht. Und das dritte ist, ich möchte den inneren Kompass neu definieren und das wird vor allem an das anlocken, was Philipp gerade gesagt hat. Und damit denke ich einen ganz geilen Abschluss bieten. Erinnerst du dich an den Tag, als es geschah? Ich sang mal wieder irgendwelche Lieder in der Stadt. Und dann geschah das, wovon ich immer geträumt hab. Dann kamst du, sahst die Augen. In diesem Augenblick hab ich mein Herz verloren, verloren an dich. Eins, zwei, drei, das sind 10 Sekunden. Scheiß drauf, was andere zu dir sagen. Lieb dich so, wie du bist toll, so wie du bist. Nice. So, Lisa, magst du dich jetzt auch noch mal kurz für meine Leute vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Hi, ich bin Lisa. Ich bin vegane Ernährungsberaterin, Molekularbiologin. Auch Ernährungsberaterin. Ja. Es ist total verrückt. Lisa kommentiert ab und zu bei mir. Und irgendwie habe ich sie auch im Schirm gehabt. Aber auch nicht so richtig irgendwie, dass du so aktiv bist. Ja. Du bist auch vegan, ne? Ja. Das habe ich auch auf dem Schirm gehabt, aber nicht, dass du Ernährungsberaterin bist. Verrückt, ey. Channel verlinke ich hier irgendwo. Ja, yeah, cool. Cool. Was machst du hauptsächlich auf deinem Kanal? Gesunde Ernährung, Selbstbewusstsein, so das machen, was man wirklich will. Geil. Ja. Cool, freut mich. Cool. Abchecken, Leute. José, was geht bei dir? Alles klar, mein Freund. Scheiße, der war gut, ne? Was ist denn jetzt hier los? Hello, I'm Lulu. Ja. Okay. Hi, ich was bin die Lulu. Jetzt hier? Wir gehen jetzt springen. Und wer, was machst du so sonst so? Ich mache Instagram und YouTube und arbeite mit Robert zusammen. Und was machst du da so mit Robert? Mit Robert, ja. Also ich werde ganz, ganz viel Treffen mit dem organisieren und seine Videos schneiden. Cool. Und rumreißen. Und genau, Lulu Stream Town. Am besten auf Instagram und YouTube. Okay, sehr gut. So, wir haben uns jetzt noch beim Trampolinspringen ausgepowert. Jetzt ist schon so ein bisschen dunkler. Hier wird auch geschlockt. Und wir gehen jetzt endlich was futtern. Ich habe tierisch Hunger. Aber hier habe ich noch einen Mann, den ich euch unbedingt vorstellen möchte. Du hast vorhin ja ein Seminar kurz gehalten, was, glaube ich, viele Leute mitgerissen hat und motiviert hat. Sehr gerne. Und ich hoffe doch, ne? Ich hatte das Gefühl, ja, auf jeden Fall. Und du hast da eine echt coole Ausstrahlung, eine krasse Aura, Leute zu motivieren und zu begeistern und mitzureißen. Und deswegen erzähl doch einfach mal kurz, wer bist du überhaupt? Was machst du? Was ist so dein Ding? Wer bin ich? Michael Araya sagt, ja zu deinen Träumen ist so mein Spruch. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin in der 6. Klasse sitzen geblieben wegen Deutsch. In der 7. Klasse hat mein Lehrer gesagt, er hat noch nie so eine dicke Schülerakte gesehen wie von mir. Und war 2 Jahre da bis dahin nur zu auf der Schule. Könnt ihr euch vorstellen, da lief einiges nicht so wie geplant. Und ja. Danach, 11., dann habe ich mich durchgeschummelt etc. pp. 11. Klasse wieder sitzen geblieben wegen Deutsch. Und dann habe ich nach dem Abitur gesagt, eigentlich wollte ich Profifußballer werden, hat aber nicht geklappt. Wollte eigentlich Millionen verdienen, um Millionen zu spenden, weil ich das Geld nicht brauche, hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, komm, mach doch etwas, was du dir damals gewünscht hättest, jemand, der dich inspiriert, der dir weiterhilft in schwierigen Lebenssituationen, weil es bei mir nicht so war. Und ja, und dann habe ich gestartet, habe gesagt, hey, ich jetzt mittlerweile kriege ich Gruppencoachings, Einzelcoachings, halte Vorträge, werde zu Vorträgen eingeladen und das ist so mein Ding. Das heißt, du bist Persönlichkeitscoach oder wie nennt man sowas? Public Speaker. Public Speaker, okay. Public Speaker. Ja. Das ist so mein Ding, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Du hast auch einen YouTube-Kanal, oder? Ich habe auch einen YouTube-Kanal, Michael Araya einfach. Alles klar, blende ich euch hier ein oder packe in die Beschreibung oder so. Bist du da noch aktiv, oder? Auf YouTube, ja, ich bin aber aktiver auf Facebook. Also wenn ihr alles klar, also Facebook auch mit rein? Facebook auch mit rein, ja. Okay. Sehr geil, sehr geil. Dann auf jeden Fall abchecken, wo du Seminare gibst, wo du Content raushaust. Da kann man auf jeden Fall eine Menge lernen, beziehungsweise auch eine Menge Motivation abholen und einen ordentlichen Arschtritt, um seine Sachen eben in Angriff zu nehmen. Deswegen Empfehlung. Empfehlung zurück hier. Für meine Leute, die es jetzt schauen sollten, abonniert seinen Channel. Wunderbar, Dankeschön. Und dann geschah das, wovon ich immer geträumt hab. Dann kamst du, sahst die Augen und in diesem Augenblick hab ich mein Herz verloren an dich. Und darum sing ich dieses Lied für dich. So, wir haben jetzt noch im
das Heu gegessen. Hat ziemlich lange gedauert, bis wir das Essen bekommen haben, aber war super lecker und gab Mangolassi aufs Haus, natürlich alles vegan und dazu so Curry, Reis, Kram, habe ich 1,5 Portionen gegessen und eine Vorspeise, alles schön für die Masse. Alon fährt mich jetzt hier noch im Drive Now Richtung nach Hause und wir hauen ab, ist jetzt auch schon, glaube ich, kurz vor 12 oder so. Ist schon 12:30. Uiuiui. Morgen früh gibt es 11 nochmal Brunch mit der ganzen Truppe. Sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao. So, hi Leute. Heute haben wir Sonntag. Wir haben es jetzt 10:30. Ich habe schon ein bisschen gearbeitet und habe mich ein bisschen weitergebildet im Kommunikationsbereich und erst einen kleinen Snack gegessen, denn jetzt geht's weiter mit der Tomatenshow. Wir haben hier unheimlich schönes Wetter dieses Wochenende in Berlin. Und jetzt geht's nämlich brunchen, da freue ich mich sehr drauf. Mit Essen kriegt man mich immer glücklich. Wenn ihr zu den Leuten Fragen habt, checkt die auf jeden Fall ab. Schreibt gern denen. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare. Es kommen halt nicht alle aus Berlin. Deswegen kann ich jetzt nicht mit jedem irgendwie dauernd was machen. Aber genau darum stelle ich es ja vor, dass ihr die einfach weiter verfolgen könnt und den Input konsumieren könnt. Und ich freue mich aufs Essen. Wir sehen uns gleich. Bis dahin. Ciao. Jo Leute, ich sag's euch einfach, YouTube-Business läuft bei mir. Zieht's euch rein. Wenn ihr richtig Business machen wollt und Karre fahren wie ich, ist mein Auto, checkt auf jeden Fall den Kanal ab, okay? So, wir haben jetzt hier gerade gegessen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut hier. Geflext hier mit Semper Veganis. Hi. Ich habe mir dich gerade nochmal geschnappt, denn du hattest gerade nicht nur Geburtstag, du hast gerade auch ein Buch rausgebracht. Genau. Erzähl doch bitte kurz was dazu. Was ist das für ein Buch? Worum also geht's? Das Buch hat vegane Rezepte drin, die gesund sind und überwiegend gluten- und sojafrei vor allem. Das ist cool. Halt ziemlich geil, weil viele haben ja mittlerweile Probleme mit Allergien. Und ich habe auch Gastrezepte drin. Wir haben Wer hat da was gemacht? Kennt man die schon? Also Vegan Feeling, das ist ein Rohkostrezept. Okay. Dann rohe Energie, die haben so einen, genau, Protein-Vanille-Shake, ist ja auch für deine Leute cool, ne? Und dann haben wir noch so Frozen Blueberry Cakes, das ist glaube ich auch Rohkost. Das ist auch richtig geil. Dann haben wir noch so einen Linsendahl. Ja. Und habe ich das alles genannt? Waren das fünf? Hat es. Naja, also sollen wir ein bisschen reingucken. Ja, okay. Hat das Buch eine Stelle bestimmte Richtung oder geht es einfach nur um gesunde Rezepte oder um besonders leckere Kreationen oder irgendwie Fitnessrezepte oder hat es so eine Ausrichtung? Oder ist ja, also es sind auf jeden Fall fettarme Rezepte, das okay. heißt, ich befasse mich auch beim Backen vor allem fettarm, weil viele benutzen ja da so viel Öl und so und ich ersetze das Ganze auch und ich habe halt auch einen ziemlich langen Theorieteil, aber jetzt nicht irgendwie für Leute, die Ernährungswissenschaften studieren, sondern dass es jeder versteht. Ja. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Ich habe ins Inhaltsverzeichnis auf jeden Fall mal reingeguckt, da sah es schon mal nach einer ganzen Menge aus und ich finde die Kombination sehr schön, dass man ein paar Rezepte hat, aber direkt auch eben noch ein bisschen praktische Tipps, ein bisschen Input, ein bisschen Wissen dabei hat und nicht nur einfach ein paar Rezeptbilder. Ja, und ich habe halt auch Sachen, wie man Sachen ersetzt. Cool, ja, also auch so was das Kochen angeht, noch ein paar Tipps. Genau, auch welche Grundbasics man daheim haben soll, ja. Was im Vorratsschrank sein soll und so. Cool, weil das ist ja gar nicht so meine Welt. Ich bin ja immer so pragmatisch. Insofern, sehr coole Sache. Schön. Ja, danke. Wo kann man das sehen, wo kann man das verfolgen, wo kann man euch verfolgen, also, wo sollte man es abchecken? Ja, also YouTube haben wir ja Semper Veganis, auch Instagram. Und also Instagram sind wir im Moment mehr aktiv. Okay, dann packe ich das auch mit irgendwo in die Beschreibung. Und das Buch bekommt man unter www.schmeckt-vegan, alles aneinander geschrieben.de. Pack ich auch rein. Machst du mal rein, ja, weil es ein bisschen kompliziert ist. Und das kann man dann kaufen über Digistore. Okay. Und dein Video kommt wahrscheinlich nach Montag, ne? Ich denke schon, ja. Okay, also es kostet 9,99 € und okay. auf jeden Fall. Also ist der finale Preis dann, 9,99 €. Genau. Teurer wird's nicht. Okay, das ist ja auch nicht so teuer. Cool, auf jeden Fall abchecken und Semper Veganis abchecken, wenn er die nicht eh schon kennt. So, wir haben jetzt hier gerade Aufbruchstimmung schon und jetzt habe ich mir nochmal schnell Robert geschnappt. Du bist der verrückte Hund, der das hier alles organisiert hat. Der bin ich. Erzähl doch einfach mal kurz für die Leute, wer bist du überhaupt, was machst du so und was hast du hier eigentlich auf die Beine gestellt? Mega gern, ich bin Robert, ich bin 26, ich komme aus Berlin und ich unterstütze junge Menschen dabei, mit ihrer Leidenschaft das eigenes aufzubauen, sich ein selbstbestimmtes und glückliches Leben aufzubauen. Sehr, sehr geil. Mir geht es darum, ein Online-Business zu starten, basierend auf die eigene Leidenschaft. Das, was Positives in der Welt bewegt. Also ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie was passives Einkommen zu generieren, am Strand zu chillen, sondern ich will irgendwie was bewegen. Geil, finde ich sehr, sehr cool. Hab dafür die Awesome People Conference gestartet, hab da junge Menschen interviewt, die was Geiles bewegen und die Interviews sind alle Ende Mai online gegangen und ja, war ein fettes Ding, 5000 Leute waren dabei. Und geil. Jetzt, wo kann man das Ganze finden? Hau ruhig mal raus. AwesomePeopleConference.de, ja, ganz easy, können wir vielleicht auch unten reinpacken. Packen wir rein, klar. Genau. Der Paul war nämlich auch dabei, genau. Das ist einer der Verrückten, die mitgemacht haben. Und ja, war ein sehr, sehr großer Erfolg und jetzt haben wir hier ein Event mit 70 Leuten und guck
guckt euch hier, das Ganze. Schaut euch das an. Ich war schon in den Endzügen hier, aber es war ein fettes Ding und cool, dass du dabei warst. Aber ich muss selbst sagen, ich kriege gar nicht so richtig die Verbindung, was ist jetzt Awesome People Conference und was ist jetzt das hier? Ich dachte, das wäre irgendwie auch live Awesome People Conference. Also, das ist Tomatenshow oder? Richtig, genau. Meine Serie bei YouTube, ich mache jeden Tag ein Video, hier immer mit der Kamera am Start und so, heißt Die Tomatenshow und in der Tomatenshow gibt es jeden Tag ein Thema, was einen weiterbringt und Bewusstsein gibt und Know-how in die Hand gibt und ich vlogge den ganzen Tag und dokumentiere mein Leben mit dem Ziel, über die nächsten Jahre so einen Blueprint zu schaffen, damit man zurückgehen kann und sagen kann, wie wird man eigentlich erfolgreich? Und ich, dadurch, dass ich halt jeden Tag mit welchen Leuten mich immer umgebe, welchen Input ich mir reinziehe, wie ich arbeite, wo ich bin, wie ich reise und so weiter, weil ich glaube, dass dieses Rundum-Paket das letztendlich einfach diese Magie ausmacht. Und deswegen versuche ich so transparent wie möglich alles zu teilen, jeden Tag gibt es ein Video. Und wir stehen jetzt bei 400 Episoden und zu jeder 100. mache ich halt, um die Community zusammenzubringen, mache ich halt so ein Event wie hier. Sehr, sehr cool, kann ich nur empfehlen. Es macht super Spaß, ist super zum Networken und ich muss sagen, ich finde generell das Format ist eine erfrischende Idee, dieses Vlogs und Content zu kombinieren. Ja, weil dadurch verfolgt man so ein bisschen, hat einfach so ein bisschen lockerer das Ganze aufgepeppt, sieht, wie du sagst, ist ein bisschen holistischer einfach und hat aber einfach diesen Content-Part dabei, dass man immer noch irgendwie eine Info mit rausnimmt und nicht nur sagt so, ja, war nett, aber hab nichts gelernt, hab halt nur wieder Zeit totgeschlagen. Genau, so. Mein Ziel ist es immer, Leute zu informieren und das auf eine Art und Weise, dass sie dabei die Zeit vergessen und eigentlich gar nicht mitkriegen, wie sie gerade was lernen, sondern eigentlich eine coole Zeit haben und letztendlich dann auch irgendwie ein Stück weit was hängen bleibt. Sehr das cool. Das ist mein Plan mit dem Konzept, ja. Hast du sehr schön auf die Beine gestellt, Danke. Kann ich nur loben. Insofern, ich packe euch alle Links rein zu Robert, zur Awesome People Conference und checkt's ab. Geil, danke, Mann. Gerne, hat Spaß gemacht. So, das war doch ein sehr cooler Abschluss. Liebe Grüße an alle, die zuschauen und dabei waren. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super viele coole Gespräche gehabt. Coole Leute da gewesen. Sehr viel Input einfach. Geile Mindsets, die die Leute hatten. Ich kann euch also nur empfehlen, geht auf Networking-Veranstaltungen, geht auf solche Kongresse, connectet mit anderen Leuten, die genauso denken wie ihr, die gleichen Interessen und Themen haben wie ihr. Da kann man unheimlich viel profitieren, es motiviert unheimlich, man tauscht sich aus. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich gehe jetzt noch ins Training und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, würde ich sagen. Bis dahin, ciao.